Herzlich willkommen bei Mein Allergieportal Expertengespräch zum Thema Anaphylaxie to go. Mein Name ist Sabine Jose und ich spreche heute mit Christina Schmidt von Allergologisch, die dieses Projekt gestartet hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Schmidt, starten wir gleich mal mit der Frage, was verbirgt sich hinter Anaphylaxie to go? Ja, Anaphylaxie to go ist quasi eine Online-Anaphylaxie-Kurzschulung zum Mitnehmen. Also to go im Sinne von, ich kann sie mitnehmen überall hin. Das sind 10 Videolektionen, die alle wichtigen Basisinformationen rund um Anaphylaxie und Allergenvermeidung abdecken und die ich zu jeder Zeit, an jedem Ort ansehen kann mit allen Menschen im Umfeld, die das betrifft. Also mit der Familie, mit Freunden und eben auch in Kita und Schule mit den Erzieherinnen und Lehrerinnen. Und was sind da die Themen, die am meisten Sorgen bereiten, also den Eltern von Kindern mit Anaphylaxie? Ja, die Eltern befassen sich ja meistens aus guten Gründen sehr intensiv mit dem Thema, weil sie einfach darauf angewiesen sind, die Allergene zu vermeiden beim Kind, damit es nicht zu einer anaphylaktischen Reaktion kommt. Und wenn es doch zu einer Reaktion kommen sollte, dann auch adäquat mit dem Notfallset umzugehen und erste Hilfe zu leisten. Und in dem Moment, wo die Kinder größer werden, wo sie in die Tagespflege, Kita, Schule kommen, ja, müssen sie diese Verantwortung natürlich ein Stück weit abgeben an die Betreuungspersonen. Und dann möchten sie zu Recht gerne, dass die Kinder dort genauso sicher aufgehoben sind und dass dort auch die Allergene vermieden werden und die Notfallmedikamente im Fall der Fälle angewendet werden. Und das ist häufig relativ schwierig. Also das dann entsprechend zu vermitteln in Kita und Schule, denn normalerweise kennen die sich nicht gut aus mit dem Thema, woher auch, wenn man nicht selbst betroffen ist. Im Gegenteil, da gibt es häufig eine Form von Bagatellisierung, ne, so irgendwie Allergie, naja, juckt halt ein bisschen, aber das ist es dann eben nicht, damit ist es nicht getan. Oder, ja, was halt auch häufig da eine Rolle spielt, ist die Sorge vor Ausgrenzung, die Sorge vor schlimmstenfalls Mobbing aufgrund der Allergie, weil es eben nicht so einfach ist, dass man zusammen sich einfach hinsetzt und am Essen teilnimmt oder Feste feiert und so. Es ist möglich, aber es gibt halt ein paar Dinge zu beachten. Also die Sorgen der Eltern sind durchaus berechtigt. Absolut, klar, ja. Was sind denn so die typischen Fehler, die Eltern machen können, wenn sie sich jetzt bemühen um Aufklärung bei Kita, Tagesmutter? Ja, also oft treffen da ja zwei Welten aufeinander. Ne? Da sind die Eltern mit ihrer berechtigten Sorge und ihren Informationen, die sie zusammengesammelt haben. Und auf der anderen Seite sind Erzieherinnen und Lehrerinnen, die ganz viele Kinder mit ganz vielen Bedürfnissen haben und auch wiederum anderen Eltern, die ja auch Anforderungen an Kita und Schule stellen. Und das zusammenzubringen, die Sorgen auf beiden Seiten, die da entstehen, zusammenzubringen, da ist der Schlüssel meiner Meinung nach die Kommunikation und auch das Wissen zu vermitteln. Ja, einfach auf Augenhöhe, sachlich miteinander ins Gespräch zu kommen und auch immer durch die Brille der anderen zu gucken. Also niemand meint das böse, wenn da verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen. Man muss sie halt irgendwie übereinbringen. Und, das heißt, Sie gehen schon davon aus, dass die Eltern in ihrem Bemühen, das möglichst sorgfältig vorzubereiten, Kommunikationsfehler machen oder Dinge tun, ja, die der ganzen Sache nicht so förderlich sind. Genau, die Emotionen spielen eine Rolle. Ne? Als betroffene Mutter, meistens sind es ja die Mütter, die da an der Front stehen, die bringen natürlich alle ihre Ängste mit und haben dann ihr Kind im Blick und da ist es schwierig, so auch ein bisschen den Blick von außen einzunehmen. Das versuche ich zu unterstützen, indem ich ihnen da Instrumente an die Hand gebe, mit denen sie eben nicht nur als Mutter auftreten. Es geht ja dann auch schnell in die Richtung übertriebene Sorge, Helikopter, Mama und was da alles gesagt wird. Sondern da wirklich auch extern etwas mitzubringen, was nicht nur von Ihnen kommt, sondern was von Expertenseite
auch so gesagt wird und so einfach auch sachlicher und klarer auftreten zu können. Da kommen wir dann zu Anaphylaxie to go. Was bringt denn das Programm den Eltern? Das bringt genau das, was ich gerade sagte, nämlich von externer Seite nicht nur als, ich sag mal, als Broschüre, die man abgibt, damit sie jemand liest, was dann vielleicht aber nicht gelesen wird, weiß man ja nicht, ist das eine Möglichkeit, über Bild und Ton in kurzen Videosequenzen die jeweiligen wichtigen Aspekte angesprochen zu kriegen. Also nicht selber sich hinzusetzen und zu erklären, das und das ist Anaphylaxie oder so kann man Allergene vermeiden, sondern es ist schon als Video eingesprochen und kann gezeigt werden. Das heißt, man verlagert so ein bisschen die Kommunikation auf einen neutralen Dritten. Genau, man hat das als Gesprächsanlass und kann dann dazu übergehen, zu besprechen, wie das jetzt in diesem konkreten Fall mit dieser konkreten Allergie bei diesem konkreten Kind in der Kita oder in der Schule umgesetzt werden kann. Ja, das hört sich an, als wäre das eine große Erleichterung für viele Eltern. Dann herzlichen Dank, Frau Schmidt, für das Gespräch. Sehr gerne.